Hallo, hier ist wieder euer Tute zu einem brandneuen Video zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ich werde ganz kurz in die Einstellungen reinschauen, um euch zu zeigen, was ich mir so eingestellt habe. Eigentlich habe ich mir das so eingestellt. Schatten, alles hoch. Maximal. Alles auf die höchsten Einstellungen. Sehr schön. Der Sound könnte vielleicht... Okay, der passt so. Das Spiel steuere ich mit... eigentlich mit dem Tastatur. Komisch. Wir lassen uns überraschen. Wir probieren es einfach mal aus. Wir klicken auf neues Spiel und das Spiel wird schon geladen. Ich bin sehr aufgeregt, was jetzt mich hier erwartet. Ich verfolge schon lange online so die Entwicklungsfortschritte und diverses. Und jetzt bin ich zum ersten Mal in der Demo selbst dabei. Wenn es dann rauskommt, werde ich es mir höchstwahrscheinlich auch selber kaufen. Aber zum Testen würde ich es mir erstmal hier in der Demo anschauen. Hallo und herzlich willkommen zur Open Beta Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Das ist nicht die Beta, das ist nämlich die Demo, deshalb stimmt diese Meldung nicht. Habe ich mich extra informiert. Wir sind der Maschinist, Truppführer, Maschinist. Der darf ja fahren, oder? Ein Truppführer darf dann löschen. Dann nehmen wir mal den Truppführer. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für... TLF 2. Da geht's runter. Mal gucken, welches Auto wir rein müssen. Ich habe keine Ahnung. Hier läuft irgendwo der Motor. Ich glaube hier, weil das Tor offen ist. Hineinsetzen. Bin gespannt. Sieht sehr gut aus. Und es fährt schon ganz alleine los. Wo sehe ich? Das ist die Wache, glaube ich. Ja, genau. Ziemlich groß. Da brennt es auch schon. Gefällt mir. Hinterlässt schon einen sehr guten Eindruck. Mit Schirm, um die Mission zu starten. Alles klar. Aussteigen mit E. Ich würde gerne wissen, wie man in die Ego-Perspektive kommt. Man soll hier mal eine Tore öffnen am besten. Was gibt es denn hier? Ich gucke mir erstmal kurz ein bisschen das Zeug hier an. Verkehrsleitkegel. Ups. Mit Q. Die können wir mal hier aufstellen. Ich würde gerne sprinten. Ach, das sind gleich mehrere. Na, dann mach das nochmal neu. Mach gleich gerade hin. Ja, kann man so lassen. Direkt neben der Feuerwache brennt. Gibt es noch was zum Abspenden für die andere Seite? Keine Atemschutz ist das, glaube ich. Weite Wand nimmt Leuchte. Hier kommt da vorne hin. Damit sperren wir dann hier ab. Sehr gut. Jetzt müssen wir das Feuer löschen. Wir haben aktuell 43 FPS, wie ihr oben rechts sehen könnt. Zum Feuerlöschen legen wir uns mal einen Schlauch. Da will ich gleich mal wissen, wie diese Schlauchleitung funktioniert. Jetzt Maschine, schließ mal hier bitte meinen Schlauch an.
Kann man nicht? Möchte gerne. Ah, Moment. Wir brauchen einen B-Schlauch. Der kommt ans Fahrzeug. Hier oder da. Komisch, kann das vielleicht nur der Klingt da unterm Auto. Mit F1 kann man die Einsatzkraft wechseln. Jetzt bin ich der Maschinist. Gut. Warum kann ich jetzt nichts machen? Ach, denn dieses Schnellstrahlrohr. Ist auch interessant. Das will ich aber. Nein, das will ich machen. Ich will hier Feuer löschen. Wie kann man hier löschen? Genau so. Alles klar. Versuch's von links. Sieht sehr cool aus, das Feuer. Hier so von links nach rechts die Flammen ablöschen. Das macht Spaß. Sieht jetzt vielleicht gar nicht so aus, aber ich habe mich schon so lange drauf gefreut und es erfüllt meine Erwartungen in hohem Maße bis jetzt. Mal schauen, was die Demo alles so hergibt. Ich habe ja schon gesehen, es gibt Länder, Grenzen an der, da hinten zum Beispiel, am Ende der, geht so auch drumherum, dass man überall langfahren kann. Aber der Schlauch verlegt sich schon. Nicht übel. Was ich komisch finde, wenn ich jetzt hier ziehe, müsste ja eigentlich der Schlauch gezogen werden und nicht hier wie nach mir so nachgemalt werden. Wenn der dann irgendwann zu Ende geht, dann muss ich ja dann den gerade ziehen können. Versteht ihr, was ich meine? So kann ich ihn wieder einsammeln. Dann hab ich jetzt mal den Schlauch wieder zurück. Alles einsammeln. Und das Loch in der verstauen. Jetzt will ich mal wissen, wie man hier vom Schachtdeckel wahrscheinlich. Ich bin aber auch bei der Jugendfeuerwehr, deshalb kenne ich mich hier etwas aus. Allerdings nicht mit diesem Fahrzeug. Die Kinder Sammelstück. Hydro-Schild. C-Strahlrohr. Ne, das brauchen wir alles nicht. Eigentlich ist das immer hinten drin. Hineinsetzen. Ich will mich nicht hineinsetzen. Da liegt noch ein C-Schlauch unter dem Auto. B. Ach, das macht jetzt Sinn. Jetzt kann man den ablegen und ausrollen. Hallo? Schlauchende. Und das kann man jetzt anbringen. Aha, okay. Das andere Schlauchende. Sieht ein bisschen doof aus, dass er dann immer so länger wird. Setzen wir mal wieder ab, genau. Jetzt kommt ein Verteiler. Echt cool gemacht. Sehr realistisch, nicht wie diese Spiele von Rondo Media, Feuerwehr Simulator, da musst du einfach nur. Na, das sieht ein bisschen unecht aus. Aber naja. Da musst du einfach nur dann hinlaufen und dann mit Feuerlöscher alles machen. Ich will jetzt. Ich will den Verteiler nicht auf. Ah, wahrscheinlich Verteiler aufnehmen, aber nicht einstecken.
Okay. Kuh den Schlauch aufnehmen. Ich weiß, das muss man jetzt eigentlich nicht mehr machen. Ist ja, der Einsatz ist ja schon erledigt. Aber ich würde es ein bisschen ausprobieren. Oh, sieht ein bisschen doof aus. Bisschen klein geraten. Links, rechts, Mitte geht das immer. Das heißt, man schließt einmal hier an. Genau. Dann haben wir noch ein Strahlrohr. Das hilft uns ja aber auch nichts. Ein C-Strahlrohr, das ist das Richtige. A-Strecken sind die ganz großen, die auch zum Ansaugen vom See benutzt werden. Moment. Ah, okay, jetzt habe ich es da dran. Dann gibt es noch, also A zum, meistens zum, wenn man aus Gewässern Wasser ansaugt. Und dann gibt es noch B, das sind die großen hier, die gehen meistens vom Fahrzeug über Teiler oder dann vom Bodentank zum Fahrzeug. Und die C-Schläuche, die nutzt man dann auch meistens auf dem Einsatz. Ich will jetzt eigentlich nur... Jetzt muss doch so ein... so ein Steckdings für den Boden geben. Was doof ist, meine Maus ist immer aus dem anderen Monitor raus und ist dann irgendwo auf einem dritten Monitor unterwegs. Muss man von einem Kreis drin, dass sie wieder zurückkommen. Okay. Herausziehen. Aha, nein, das nicht. Hier ist was. Da steht aber vor. Oh. Stand drauf, klar. Aber erstmal ablegen. Wenn der mal sich. Hey! Hallo! Oh Mann, ist der nett. Das baut ganz alles wieder ab. Was wir uns hier. Kann man da den Deckel aufmachen? Der baut uns ja echt alles wieder ab. Mal gucken, ob, wie gut es bei dem funktioniert. Und das auch kann. Helft ihm mal ein bisschen. Schlauch aufnehmen. Reinschieben. Bisschen komisch, dass du oben drauf zeigen musst, um unten reinzulegen quasi. Komm, hier das Strahlrohr noch. Und es gibt noch D-Schläuche, die werden, glaube ich, im Einsatz nicht benutzt. Das sind nur ganz kleine. Ich würde aber zurückfahren, gell? Also, dass ich auch mal was machen kann. Puh. In die Leine schieben. Dann kann man das Teil hier schließen. Die heißt schließen. Okay, E. Passiert nichts. Schließe Fahrzeugtor. Ja, ich bin da. Okay, das funktioniert. Funktioniert nicht. Da fehlt noch was. Aber helfen kann auch mal ein bisschen hier. Kuh, Warnblink, links da. War das nicht auf der linken Seite drin? Was hat er mit dem rechten Tor zu tun? Ne, stimmt das. Ne, das ist doch auf der Seite hier drin. Dann kann ich ja das Tor drüben eigentlich trotzdem zumachen. Der Entwickler, Carsten heißt er, glaubt, hat ja auch erwähnt, dass die KI hier alles selbst machen kann, wenn man selber zu lange drin steht. Meiner Meinung nach hätte der jetzt aber auch helfen können, hier das den Pylon aufzuräumen. Das muss ich bis alle selber machen. Wenn ihr mal wissen wollt, wie es hier weitergeht, wenn wir zurück zur Wache fahren und da ein bisschen unsere Dinge treiben und das Spiel weiter auf Kartonieren überprüfen und ich meine Bewertung dazu abgeben kann, schaut im nächsten Video wieder rein. Wenn es wieder heißt, Notruf 112, die Simulation, die Demo aktuell, ne? Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.